Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Division, Herrschaft des Feuers bei mir auf dem Kanal. So, man sieht schon, da hinten geht es wieder ein bisschen ab und haben nicht gerade das beste Wetter erwischt, wenn wir uns hier Chunks annehmen wollen. Ja, wir haben noch 11 Minütchen und dann legen wir also los. Hier durch diese hohle Gasse muss er kommen, da müssen wir hin. Und dann werden wir uns den Kerl doch hoffentlich schnappen am Memorial, am Lincoln Memorial. Ups, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Kollegen. Oh, hier gibt es keine Deckung. Okay. Der soll jetzt nicht mehr weiter stören. So. Lincoln Memorial, da müssen wir hin. Hier ein bisschen durch die Botanik. Ja, da hat aber auch schon längere Zeit kein Gärtner mehr hier. Verbündete Kämpfer in der Nähe. Okay. Da tut sich was. Halten die uns nur auf? Ja, 10 Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber die Kollegen wollen wir auch nicht im Rücken haben. Chunks ist labil. Passen Sie auf, Agent. Er ist labil. So. Dem Kollegen wollen wir uns nicht unnötig anlegen. Ah ja. So. Okay, da gibt es noch ein bisschen Munition. Und dann werden wir erstmal unser Geschütz wieder mitnehmen. Wir brauchen sämtliche Feuerunterstützung, die wir hier bekommen können, gehe ich fast davon aus. Ich habe da wieder so ein ungutes Gefühl. Okay. Kommt da die Drohne hin? Also irgendwo müssen doch hier schon die Kollegen sein. Nicht. Sind wir zu weit weg? Okay, Deckung. Ah oh ja, das bringt nichts. System wieder online. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch langsam wieder einen Überblick, was mich hier erwarten wird im Memorial. Das wird auf jeden Fall interessant. Und mit Sicherheit auch eine etwas längere Folge. So, okay. Da kommt noch was.
Da ist noch jemand ohne Fahrschein. Okay. Ja, das wird spaßig. Ne, eine MP brauchen wir keine. Aber... Okay. Ja, genau, da geht's weiter. So, keine Müdigkeit vortäuschen. Ah ja, da wollen sie bestimmt wieder hier die Mauer hoch. Agent braucht Verstärkung. Wir haben Verstärkung. Ja. Ziel ist weg. Muss hier aber noch irgendwo sein. Ja, das dachte ich mir, dass er hier hochkommt. Da kennt er nichts. So. Gehen wir mal hier runter. Nee, das ist nichts. Aber wir können mal hier hochgehen. Dann können sie ein bisschen ins Kreuzfeuer nehmen. So, der muss weg, der muss weg. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal wieder hier Ruhe. Reden die mit mir? Meinen die mich? So. So, ein bisschen Material mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man es braucht. Chips sind ja mittlerweile Mangelware. So, was haben wir da noch? Ein bisschen Munition. So, ein Munitionsbehälter. Ja. Müssen wir uns erstmal den Weg ins Memorial freikämpfen? Da hinten kommt wieder einer. Das war klar, das war klar. Ach du Schande. Das ist nicht gut. Diese Granatpfeile mag ich überhaupt nicht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns von hier nicht in die Zange nehmen. So, da unten ist er. Und irgendwo springt noch einer rum. Irgendwo da hinten. Ja. Klar. So, hier aus dem Weg. Ja. Ah. Oha. So. Ja, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Oh ja, da kommt einer. Wusste ich's doch. So, erstmal das Teil hier. Erstmal auf das hier konzentrieren. Oh oh, er will da hoch, oder? Oder ist das eine Sie? Naja. Wir sind absolut für Gleichberechtigung. So. Ein bisschen Material mitnehmen. Granatsche.
So, alles Material hier wieder ready machen. Und dann kommen wir langsam zum spannenden und zum lustigen Teil. Gut, gut, ja. Sehr schön, lieber Chuck. Ich denke, wir werden uns gleich kennenlernen. Oh, da höre ich schon wieder was rumrennen. Schubidubidu. Ist klar, ne? So. Dann versuchen wir es gleich mal damit. Und dann sichern wir hier mal die rechte Seite. Wusste ich es doch. Normalerweise kommen die auf der Hit dann rausgekrochen. Oh, wusste ich's doch. Schubidu. Ja, die Flanke. Das ist immer so eine Sache mit diesen Flanken. Genau, er hier. Flanke. Rückzug. Ja. So. Ja, wir werden hier ein bisschen vorsichtiger agieren. Nicht immer wild ins Gefecht rennen. Gut, soweit. So, da scheint noch einer zu sein. Kopf hoch. Ach nee. So. Tja. Wieder hat die Personalabteilung über seine Zukunft gesprochen. Drohne im Einsatzgebiet. Oh nee. Oh ja. Da kommen jetzt die guten Jungs. Schubidu. Oh nee. Das Bubele. So, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Okay, da kommt einer. Oh ja. Da werfen wir mal ein Geschütz hin. Ja, da müssen wir erstmal richtig reinkommen. Okay.
Ah ja, da traut sich einer rein. Okay. Irgendwo springt noch. Ah ja, da hinten springt noch einer. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Okay. Feindliche Stürmerdrohne. Hm. Soll mich das jetzt beruhigen? So. Das Geschütz nehmen wir mit. Ja gut, also brauchen wir das Material. Wir sind eigentlich nicht wegen dem Material her. Brustpanzer. Oh, nicht, dass es noch aus Versehen das Ninja-Teil ist. Oh, da lässt er das Ninja-Teil liegen. Naja, kann schon mal passieren, ne? Okay. So, irgendwo da hinten hat es ja auch Munition. Munition oder was? Augenblick, Augenblick, Augenblick. Warte, 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 warte. Hä? Ach, oder ist das unten? Das ist unten. Gut. So. Da geht's lang. Puh. Weiß nicht. Muss man die Sachen hier mitnehmen? Nö, glaube ich nicht, oder? Geht es überhaupt auf? So. Okay. So, wie war denn das jetzt nochmal? Wo war denn jetzt da nochmal der Kasten? Kurz überlegen, wo geht das Kabel hin? Da geht das Kabel lang. So, da war der Kasten. Aber ich glaube, die Dinger gehen da gar nicht auf diesmal, ne? Ist uninteressant, genau. Es geht hier um ganz was anderes. Oh. Okay. Zur Analyse hoch. Ah ja, okay, deswegen ist der hier rumgesprungen. Gut. Ja, jetzt kommt wieder diese Geschichte hier. Ups. Erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Weil mit dem Kollegen ist auch nicht zu spaßen. So. Wir wollen ja nicht wieder gleich ins Gras beißen. Okay, da hinten ist noch ein Brötchen.
Ah ja. Oh ja, oh ja. Oh ja. Hui ja. So, erstmal kontrollierten Rückzug. Aufmunitionieren. Gefechtsformation wieder einnehmen. Na. Ja, sowas hatte ich doch befürchtet. Und wir können uns hier ganz schlecht bewegen und ausweichen. Habe ich überhaupt keinen Bock auf die Kollegen. Da kriegt er ein bisschen was mit. System gedrosselt. System reaktiviert. So, da oben lugert wieder einer rum. Feindlicher Zivilist. Ups. Und da habe ich eben kurz nicht auf ihn gehört. Oh ja, da hinten ist auch einer. Oh ja, und den mag ich überhaupt nicht. Der Kollege. Scharfschütze. Oh ja, und jetzt ist auch noch hinter mir. Oh, nee, 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 nee. So, Munition geht auch zur Neige. So, das andere Geschütz scheint noch zu feuern und hat auch wohl noch Munition. So, zwei Kollegen müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Identifikation bestätigt. Charles Chunks Crawford. Status verstorben. Ein Black Task weniger, der Ärger macht. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier noch heil rauskommen.
Aufnahmen entschlüsselt. Kommen Sie zum Schloss, falls Sie es hören wollen. Sehr schön, Chunks ist eliminiert und jetzt gibt es noch eine Aufnahme zu hören und ich würde sagen, die werden wir uns noch antun. So, aber jetzt gucken wir noch mal ganz kurz hier rein. Kopfgeldeinsatz abgeschlossen, Drohnenaufzeichnung ist da vorhanden, die schauen wir uns noch an. So, wir sammeln alles ein. Und schauen mal, was es hier Feines noch gibt. Nein, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber das können wir gebrauchen. Gibt es hier noch ein bisschen was? Die Welle. Oh, taktischer Rucksack, die Welle. Nein. Nichts, was wir eigentlich nicht schon haben. Das 100. Mal. So. So, okay. Und dann werden wir eine Schnellreise machen. Da müssen wir hin. Also es war ja die Siedlung, wenn ich richtig weiß. Oder habe ich mich da jetzt verhört? So, da sind wieder die Gummipunkte, die uns den Weg zeigen. Sehr schön. Dann werden wir mal hier den Entschlüsselungscode. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist eine rein hypothetische Frage. Okay. Nur mal angenommen. Was würde mit einem Schützen passieren, der einen Mörser benutzt, in dem vorher eine schmutzige Bombe steckte? Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Expositionszeit, Menge des radioaktiven Materials, Übertragungsmenge, Art der Partikel. Er wäre nicht sofort tot? Nein, natürlich nicht. Wir sind jeden Tag Strahlung ausgesetzt. Wenn man die Symptome einer Strahlenvergiftung bemerkt, ist es in der Regel schon zu spät. Danke, Chunks. Warum fragen Sie? Nur so. Ich möchte einfach auf alles vorbereitet sein, auf alle Eventualitäten. Wenn Sie Angst vor der Belastung in der Fabrik haben, sollten Sie Jod einnehmen. Das schützt. Eine sehr nützliche Information. Okay. Wir sollten besser nach natürlichen Jodquellen suchen, nur für den Notfall. Wir könnten mehr Fisch und Seetang aus Maris Aquarium essen. So, Freunde, also dieser Einsatz ist abgeschlossen. Der erste Kollege hier haben wir aus dem Spiel genommen. Und das Ganze mit diesem Radioaktiv, das macht mir schon wieder irgendwie ein bisschen Sorgen. Nichtsdestoweniger haben wir wieder fast ein halbes Stündchen jetzt hier wieder gezockt. Ich sage an der Stelle wieder recht herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier mit Herrschaft des Feuers. Wir werden hier die nächste Zeit dann natürlich auch weiterspielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie immer sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.